Ja, mal Leute, was geht? Herzlich willkommen zum nächsten, ja, Let's Play Dota Part. Und das wird so ein kleines, ein kleines Gameplay-Analysen-Video meinerseits. Ich habe hier in Woken in der Midlane gespielt. Und ja, es war tatsächlich einer der besten Woken-Runden, die ich von der KD bisher hatte. Auch vom Gameplay war es ganz, ja, okay, ist gut. Und ja, klar hatte ich auch mal richtig geil den Woken-Runden, wo ich halt dann nur ganze Spells gespammt habe und Refresh Orb und Kombos rausgehauen habe. Aber das ist mal sowas, wo ich langsam angefangen habe, so einen neuen Woken zu spielen. Ihr habt ja gesehen, bei dem letzten Video, oder naja, gut, das wird nicht das letzte Video sein, wenn ich dieses hier hochlade, bei dem Invoker Clip of the Day Map Hack is Real, hatte ich ein relativ simples Quas Vex Build verfolgt. Heißt ja Tornado, EMP, Call Snap, sowas im Early bis halt Late Game und Exhort halt ja komplett ignoriert fast. Und hier habe ich dann ein neues Bild ausprobiert. Ja, ihr müsst wissen, ich nehme das hier am 29. Januar auf. Ja, also seit gestern oder vorgestern ist das Winter Compendium aktiv, der Battle Pass, darum auch die Schneemap. Und wir hatten da ein paar Tage davor ein Spiel gegen den Invoker und ich war halt in der Mitte mit Zeus, glaube ich. Ja, ich glaube mit Zeus. Und es war halt alles okay, bis er angefangen hat zu nuken. Und sowas habe ich halt schon länger nicht mehr gesehen. Ein Invoker, der halt wirklich schon im Early Game nicht nur durch Ganks seine Sachen finanziert, sondern einfach reingeht, die Mitte dominiert und hast nicht gesehen. Und am Anfang hat er mich halt immer so genukt, hat Cold Snap gemacht, mich Auto-Attacked, Sunstrike und dann eben den Chaos Meteor und später halt diesen Defining Blast. Und das One-Hitted halt ein Gefühl, tatsächlich schon im Early bis Mid-Game, vor allem als Zeus. Und dann hatte ich mir so mal gedacht, schau es mal auf Dota Buff, wie er seinen Invoker gebaut hat und schau es mal so auf YouTube, was so, wie sagt man, relativ interessant ist, wie man einen relativ gut spielbaren Invoker spielen kann, gerade wenn man Helden wie Legion Commander im Team hat, dass man einfach ihr die Duels einfach schenkt, wenn sie jemand duelliert und man eben außen steht. Und ich habe mir dann so ein kleines Bild erstellt. Das sind die Wolf Items, Invoker Exhort Quas habe ich erstellt. Können wir nämlich auch hier, können wir nicht schauen. Okay, dann müssen wir mal schauen, wenn der Shop offen ist. Und ja, ich gehe halt immer Tangos, Nulls Talisman. Und gut, im Early Game, das heißt, wenn ich auf Midas gehe, bekomme ich die ungefähr in Minute 10, weil ich teilweise in der Midlane Probleme habe, noch zu last-hitten. Es sind halt Probleme, die ich lösen muss, weil ich spiele eigentlich zurzeit nur noch Mid-Heroes und ich möchte mich eigentlich komplett nur auf Mid- bzw. Offlane-Heroes beschränken. Das heißt, Invoker wird einer meiner Main-Heroes sein, Meepo, Parch, Slark auf Safelane oder Midlane oder Offlane, Techie Solo Offlane zum Beispiel, Windranger und Dazzle als Support und Shadowfiend, das sind so meine 8 Main Heroes ungefähr und ist halt immer so situationsbedingt. Ich denke, Invoker kann man eigentlich immer verwenden, Invoker ist fast gegen das Gegnerteam stark, vor allem er wird halt prinzipiell nur durch ein Item gefundert. Und das ist einfach BKB oder eben Pipe, logischerweise. Silence-Items natürlich auch, aber hauptsächlich durch ein BKB, weil Invoker kann dann, wenn es ein 10 Sekunden BKB ist, einfach nichts machen in der Zeit. Und das heißt, du bist so gesehen useless. Und gerade am Anfang, wenn die ersten BKBs droppen, 10 Sekunden BKBs, da kannst du dich mitfighten. Und dann musst du halt schauen, dass du ein Team hast, was relativ viel physischen Schaden macht. Das Team war jetzt eher so random gepickt und ihr merkt schon, Invoker, magischer Schaden, Line, magischer Schaden, Legion Commander, physisch, Sniper, magisch und physisch und Tower Runner eigentlich auch, eigentlich hauptsächlich, ja, magisch bis physisch. Und das ist dann auch nur so semi-gut, weil wir eigentlich nur wirklich einen haben, der halt komplett physischen Damage spielt und das ist halt die Legion Commander, die hier auch tatsächlich von Paul gespielt wurde. Wir waren hier im Vierer-Stack unterwegs, glaube ich, oder ich schau mal nach. Ja, also ich Invoker, Caps, Lion, Paul, also The Lone Piper, Legion Commander und mich im Sniper.
Und der Random war es ein Tau Warrunner. Und ihr habt schon gemerkt, wie ich den Zeus einfach weggenukt habe. Und seitdem habe ich mir halt dieses Bild erstellt und habe das jetzt auch ein paar Mal getestet, sag ich mal. Weil ich davor sonst immer eigentlich Gross Wax gegangen bin und halt komplett frei geskillt habe. Wenn ich dachte, ja, ich brauche jetzt ein Exhort, paar Punkte, habe ich das halt YOLO-mäßig gemacht. Und habe ich mir so halt so gedacht, ja, das ist zwar alles recht und gut, du konntest da einen relativ großen Hero Pool mit Gross Wax invoke, weil ja, Tornado und beispielsweise auch EMP, ja, gerade gegen Rave King zum Beispiel gut oder auch hier gegen den Zeus wäre es ganz angenehm gewesen oder auch vielleicht gegen den Earthshaker. Und Cold Snap ist sowieso immer relativ stark. Und Quas Wax ist eigentlich so, ich glaube, fast das meiste, was so gespielt wird, so wirklich. So Quas Exhort ist auch nicht immer so typisch oder Wax Exhort oder ja, ist eigentlich nicht so typisch, so dass man das spielt oder. Ich sehe es persönlich selten, ja. Und wie gesagt, das ist ein relativ gutes Gameplay. Ich werde versuchen, das noch ein bisschen zu kommentieren. Ich sehe, das Elf-Lars jetzt in der Mitte war nicht so gut. Das war einer der ersten Runden, so wo ich dieses Bild auch tatsächlich ausprobiert hatte. Und gegen den Zeus hatte ich halt immer Angst, hier gerade in dem Moment, dass halt meine Clarity interrupted. Weil, ja, ich will ja möglichst lange eigentlich in der Midlane bleiben, bis ich dann eben was machen kann. Und ja, das Problem hier aber auch im Boss Wax Bild ist, es braucht relativ viel Mana. Cold Snap 100 Mana, das ist doch ja vollkommen akzeptabel. Chaos Meteor kostet halt dann schon 200 Mana und Defining Blast kostet halt dann schon 300 Mana. Das heißt, ich brauche 600 Mana, um halt Cold Snap, Chaos Meteor, Defining Blast zu machen. Sun Strike kostet 175 Mana, das nimmt sich jetzt auch nicht so viel raus, aber ja, das ist relativ Mana-intensiv. So, EMP und Tornado kosten, glaube ich, so 150 oder so. Und Cold Snap, wie gesagt, 100, da bist du eigentlich fast besser dran. Ja. Das war auch eine witzige Situation hier, wo der Zeus dann ganken war und der Ricky dann sich gedacht hat, hey, wir engage schon mal auf den Centaur Warrunner und einfach an dem Double Edge und stirbt, welches er auf den Zeus gecastet hat. Das war sehr, sehr witzig. Vor allem, er hat gesoloed, relativ gut gesoloed tatsächlich. Man vertraut ja Randoms eigentlich relativ wenig. Weil man die nicht so, sag ich mal, kennt, wenn ihr im Stack spielt oder halt mit eurem Squad, ja, dann ist es halt, ihr wisst halt, was der Lappen kann und was euer Teammate halt nicht kann, wisst ihr, was ich meine? Und bei Randoms ist es halt immer so, du musst dich darauf verlassen können, dass sie den Held, den sie picken, eben auch können. Und da hatten wir tatsächlich auch, ja, gestern, oder nee, sogar heute Nacht, ein Spiel, wo dann einer Hardlane Alchemist gegangen ist und ich habe halt gesagt, ja, ich gehe mit den Walker, Anti-Mage und Shadow Shaman Botlane, das waren Bumsy und Caps, und der andere Random war mit Fury im Jungle und ich dachte mir halt, ja, alles gut, und dann will ich halt mal ganken, weil die ganze Zeit gesagt hat, hey, ich brauche Hilfe, und ich so, ja, okay, ich schaue, dass ich halt helfen komme, aber ich muss halt mein Bild ein bisschen umsetzen, das heißt, ich bin halt nicht so effektiv, und dann stand er halt schon 1-11 und ich dachte mir, what the fuck. Und wir hatten auch die eine kleine Comeback-Situation, möchte ich mal behaupten. Und das war halt richtig cool, die Comeback-Situation. Die war richtig geil. Ja. Hier dann auch Cold Snap, beziehungsweise erst Chaos Meteor, Cold Snap und dann Phoenix Blast ungemerkt, schon kein Mana mehr. Und das ist tatsächlich das Problem an der ganzen Sache, dass dieses, ja, dass diese Kombos relativ viel Mana kosten und sehr, sehr mana-intensiv sind, logischerweise. Und gerade im Early Game ist es halt so, du gehst ganken, nukst wo, TPs dich in die Base oder läufst halt in die Base, schaust, dass du halt auf dem Weg noch relativ viel Last jetzt mitnimmst oder halt die Lane eventuell auch pusht, falls es die Lane möchte, wo ihr gegankt habt, und dann war es das halt, dann müsst ihr euch im Notfall refreshen. Und das ist halt der Vorteil an Quas Wax, weil die Mana-Kosten zu gering sind, könnt ihr halt auch im Notfall auch zweimal auf einer Lane ganken. Ja, vielleicht nicht zweimal Kill machen, aber ihr könnt halt Präsenz zeigen, was halt bei, ja, Quas Exhort jetzt nicht so gegeben ist. Ich finde auch diese Combo am Anfang ein bisschen zu hitten, so mit Cold Snap, Sunstrike und Auto Attacks, beziehungsweise Cold Snap, Sunstrike und Chaos Meteor. Ist halt nur am Anfang ein bisschen schwer, so abzuwägen, wo rennt der Typ hin. Ich hatte es auch mal in einer der ersten Runden, ich habe halt gecallsnapped, gesunstriked und Chaos Meteor gemacht und ist einfach nach rechts gelaufen. Ja, das war natürlich einer der schlauen Sorte. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, so, ah, wenn ich jetzt Cold Snap Auto Attacks mache, wird er ja gestunt. Dadurch, logischerweise, wird er halt öfters gestunt.
Was würde es dann passieren, wenn er in die Richtung läuft, da mal Sunstrike hinmachen, weil Sunstrike ist halt reiner Schaden, was im Early Game halt ziemlich hart ist. Und dann halt ein Chaos Meteor oder Defining Blast, je nachdem, ja, so machen, dass es passt. Hier hatte ich noch eine einigermaßen okay Midas bei 8,50 erhalten, so. Klar ist es nicht gut, vor allem auch 19 Blasts und 8 Denies in der Mitte sind jetzt nicht so, wo man sagt, okay, das ist, ja, das ist gut, das ist ein okay Gameplay. Und ja, ich meine, ist auch so das erste Mal tatsächlich, dass ich mir so ein Gameplay gerade so anschaue, wo mir halt auch so auffällt, ja, was hättest du eventuell besser machen können? Das machen zum Beispiel so ein paar Dota-YouTuber teilweise auch. Zum Beispiel Purge sollte vielen Dota-Spielern ein Begriff sein. Der ist, ja, der macht relativ gute Videos und Baumi sollte auch einigen Leuten im Dota-Bereich ein Begriff sein. Wobei man natürlich sagen muss, Baumi ist halt der Typ, den ihr euch immer geben könnt, wenn ihr ein bisschen entertained werden wollt und bla und nur ein bisschen was über das Spiel lernen wollt, so ab und an mal. Weil der haut halt ab und an auch mal so Tipps raus, ja, hier Shadowfiend, Best of Hero, bla, das und das müsst ihr halt machen. Natürlich alles auf Englisch, obwohl er Deutsch ist. Ist auf jeden Fall cool gemacht, schaut mal vorbei. Wenn ihr den Typ noch nicht kennt, kann er sein. Und Purge ist halt der, wo ihr halt lernt, ja. Ich vergleiche das mal so, Baumi ist der Klassenkamerad, sag ich mal, der mal Scheiße baut und du halt ab und an mal halt was Schlaues von ihm hörst und aber auch das Spiel halt gut beherrscht so. Und Purge ist halt der Klassenstreber, bei dem du halt immer was lernst, dumm gesagt, ja. Und ich weiß nicht, Purge kann man sich auch immer geben eigentlich, aber ist halt, manchmal ist halt, der ist halt nicht so, wie sagt man, so gut drauf oder nee, nicht gut drauf, wie sagt man. Er ist halt nicht immer so fröhlich oder halt nicht immer so witzig drauf. So ein Baumi, der bringt halt auch ein bisschen Humor rein, finde ich. Und so ein Purge ist halt dann eher so, ja, Gameplay-Analyse, dies, das und das und das und Vocals, der meist gepickte Hero, bla, und danach kommt das und das beste Bild und so. Was er in dem Video macht. Ich glaube, da wird auch von Dota Buff oder so gefeatured, keine Ahnung. Und, ja, ne, also, weiß nicht, also Baumi und Purge solltet ihr unbedingt mal reinschauen, wenn ihr neu bei Dota seid oder auch denkt, ihr wollt von Leech weg oder von Smite oder so. Ist aber ganz angenehm, so ein bisschen ja, Hilfe zu bekommen von ja, anderen YouTubern, sag ich mal, oder von Leuten, die halt behaupten, sie können das Spiel. Und ja, da ist uns der Ricky entwischt. Und da ist dann Doom gewesen. Er wollte mich Doom, aber ich bin da out of range gerannt. Und ja. Ein Vorteil noch bei Crosswax, was ich hier nicht spiele, ist einfach, man ist so fucking schnell schon im Midgame. Das heißt, ihr rennt fast mit 522 Movement rum. Ich hatte auch mit Bumps erst ein Ranked gemacht vor ein paar Tagen, gewonnen tatsächlich sogar, wo ich in Walker Mitte gegangen bin und ich habe halt nicht gesagt, hey, ich gehe Midas, ich habe gesagt, hey, YOLO, ich gehe Drums. Und es war, glaube ich, doch Crosswax Bild oder tatsächlich war es schon Exort? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich war halt richtig schnell schon. Allein durch Drums. Drums ist eine gute Investition, finde ich. Auch Well of Discard kann gut sein auf Invoker, vor allem bei dem Bild hier, wenn ihr sagt, ja, die Defining Blast und so rein. Dann wäre auch eine gute Runde gegen eine gefeatete Legion Commander. Und es war halt so ein Fight, die hatten auch Silence und so. Und er hat halt das Silence, die Legion ist rein, das Silence hat Arcane Hour Ding gemacht, diese neue. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Curse of Silence oder so, wie es früher hieß, auf jeden Fall sein Q hat er gemacht und ihr dürft ja in der Zeit, wenn ihr den negativen Effekt habt, keine Zauber mehr wirken. Und wir haben halt gemacht, hey Yolo, lass machen. Ich habe halt dann meine Wild of Discard auf den Boden geschmissen so und aktiviert. Aber alles reingehauen, was ich hatte, hat einen Triple Kill daraus gegettet und Sir Londrid, Bumps, glaube ich, Londrid gespielt, hat einen Dual Wind dazu auch noch bekommen. Wir haben alle gekillt, es war einfach ein Teamwipe so. Obwohl wir so gefickt waren. Ja, ich glaube, wir haben drei verloren, haben den Teamwipe gegettet und es war halt schon so wirklich Comeback-Situation. Weil die haben uns halt richtig gepressured, die haben richtig getryhardet sogar ein bisschen. Weil die Leech war bei mir in der Mitte und sie hat, glaube ich, die ersten fünf Duels oder so hat sie einfach nur verkackt. Die ist zum Beispiel hier auch. Ich hoffe, ihr könnt es blinken hier sehen. Kann ich überhaupt malen? Ich glaube nicht. Okay, schade. Auf jeden Fall, die ist hier vor den Top Tower gelaufen. Und wollt unterm Tower duelen und es hat natürlich nicht funktioniert, logischerweise, weil der Tower ihr viel zu viel Schaden gemacht hat. Und das war halt dann auch, wo ich mir dachte, okay, die Legion kann nichts. Dann hat die halt in relativ kurzer Zeit, in kürzeren Abständen auch noch oben drauf viele Duel Wins bekommen. Und es war einfach so, die ist aufgetaucht, Shadowblade, und war tot. Und das war richtig hart, ne? Das war richtig, richtig hart.
Was auch gut ist, finde ich bei Invoker, man lernt bei dem Held nie wirklich aus, finde ich. Oder relativ langsam lernt man bei diesem Held aus, ja. Es gibt immer neue Kombis, die man ab und an für sich entdecken kann. Zum Beispiel, ich habe in Dota Imba, ja klar, das kann ich jetzt nicht unbedingt mit Dota, mit dem richtigen Spiel vergleichen. Aber in Dota Imba bin ich immer Cold Snap, EMP und Iceball gegangen. Da habe ich das ja auch mal im normalen Spiel ausprobiert und es hat halt auch funktioniert. Einfach weil es relativ stark war. Da wieder ein Rickchen kommen lassen, das war nicht so intelligent. Da ich dann Angst hatte, dass er mich killt, vor allem der Ricky war noch existent irgendwo, bin ich einfach gerannt. Hatte ich keinen Bock mehr. Hab auch aus Schreck die Mango dann gegessen, weil ich dachte, wenn der kommt, dann kann ich vielleicht noch irgendwas in Spell wirken oder so. Ja. Und ich habe ihn hier versucht, ihn zu snipen, aber es hat nicht funktioniert. Und ja, ihr merkt auch, ich habe ein anderes Set angelegt. Also was heißt anderes Set? Ich hatte ja dieses Immortal, diese Super Saiyajin Haare. Und ihr habt mir die Maske geholt. Ich glaube, die hat allein schon 4 Euro gekostet. Ohne Inscribe, also ohne dass da Gems drin sind. Also relativ teuer. Aber es ist eine relativ coole Maske, finde ich. Das ist eine der wenigen Sets auch von Invoker oder Set-Teile von Invoker, die halt richtig geil sind. So, klar, die Super Saiyajin Haare sind halt richtig epic, so. Aber die Maske ist halt auch richtig geil, so. Da sieht er so, wie sagt man. Ach, ich weiß nicht, der flößt ein bisschen Respekt ein, finde ich, so. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach so ein bisschen. Er verbreitet Angst und Schrecken so ein bisschen. Ja, nicht arg, aber halt so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, ne? Ihr seht hier schon den Damage Output durch Auto-Attacks. Mit Exhort ist halt auch relativ hoch. Ich habe auch eine Firefile oder wie sie heißt. Wie heißt sie denn? Fairy Fire, genau andersrum. Macht halt auch nochmal ein bisschen Attack Damage, aber das ist jetzt nicht so relevant, dass man sagt, oh mein Gott, das ist stark. Und die hat dann auch langsam vorbereitet, Cold Snap, Chaos Meteor und die Phoenix Blast, Chaos Meteor eben auf Abruf, mich invoked hätte. Und wir wollten hier unbedingt die Spider getten und wir haben sie nicht gegettet. Weil mich hier hat sie ein bisschen gescared und dann kam halt logischerweise Paul schon auf die Lane, weil er keinen indiziert hatte. Und ja, das war eine epische Semi-Boot. Sunstrike hat leider nicht so viel Schaden gemacht. Sonst hätte ich den bekommen. Vielleicht sogar einen Double Kill bekommen. Aber ja, war halt hier so die Combo ein bisschen broken. Hätte trotzdem noch funktioniert. Und man muss eigentlich sagen, ich hatte relativ guten Farm. Ja. Ich hatte auch schon viele Invoker Games, wo ich dann jetzt 16. Minute schon angefangen hatte, Scepter zu haben und so. Oder auch einfach Drums gegangen bin und Whale of Discard und so. Aber das war so eins der Games, wo ich mir gedacht habe, ein Blinkdecker vor Scepter könnte effektiv sein, weil du, es ist halt so ein Team gewesen, wo du schnell von A nach B musst, um halt ganken zu können, wenn du keinen TP hast, oder einfach reinspringen und dann alles casten, was du hast. Weißt du, und du musst dir relativ schnell umnocken, bevor jemanden doomt, logischerweise. Der Broodmother kann sie unsichtbar machen in den Netzen, Ricky ist permanent unsichtbar, Zeus kann halt fett nuken und Earthshakers Ulti ist halt auch ein bisschen scary, so, ja. Da habe ich gedacht, ja, Blinkdecker könnte eine gute Option sein zum Engage und halt zum Escape, logischerweise. Und dann hatte ich hier gesagt, ja, Jungs, wir müssen irgendwas machen. Und irgendwie hatte keiner eine TP dabei. Und ihr könnt euch denken, dass der Tower einfach so geht, ohne dass wir das machen konnten. Und ja, es war ein bisschen traurig, so den Tower schon so early zu verlieren. Aber ja, Toplane hat den Tower dann auch relativ zeitnah, glaube ich, bekommen gegen die Broodmother. Die Broodmother war zwar ein bisschen intelligenter als die Broodmother, wo ihr in dem Clip of the Day gesehen habt. Also, boah, Jungs, die hat richtig reingefriedet, da. Die war ein bisschen intelligenter. Und naja, das war's halt auch, ne? Seine Broodmother hat halt gerettet, hat halt gepusht, das, was Broodmother macht. Das heißt, die waren halt eigentlich fast permanent 4 gegen 5. Am Anfang 4 gegen 4, weil die Legion im Jungle war und als sie dann langsam angefangen hat zu roamen und Duels zu getten, wie jetzt zum Beispiel dann. Da war es auch schon gut, hier habe ich dann halt einfach so angegriffen, lol, was für ein Glück in der Nähe. Und wir sind halt einfach nicht mehr hinterhergekommen, da hatte ich Angst vor dem Doom. Bin erstmal gegangen. Und der Doom boomt einfach den Zen Tower. Ich hätte wirklich, ich an Doom Stelle hätte mich selbst, also ich hätte halt den Invoker gedoomt, wisst ihr, wie ich meine? Weil ein Zen Tower, was kann der Zen Tower machen?
der Stunt und macht halt magischen Nuke Damage. So. Aber wenn ihr Invoker nicht früh genug Shutdown, ist genau das gleiche wie mit Shadow Thief. Wenn ihr da nichts macht, dann wird der euch ficken einfach. Ja, Shadow Fiend alleine halt, weil er so viel Damage gettet, durch sein Farming, durch seine Seelen. Und Invoker einfach, dass er die Items bekommt. Ja, es ist relativ wichtig, ein Scepter auf Invoker zu haben und auch relativ geil eine Refresh Orb auf Invoker zu haben. So Gimmicks wie Namides oder ja, Blink Dagger oder BKB oder auch Right-Click-Damage ist halt immer nur so Sache. Eigentlich braucht der Invoker nur zwei Items und halt Boots, logischerweise. Und das ist halt Arganims und eben Refresh Orb, dass du halt gute Kombis landen kannst. Aber ich bin dann auch relativ zeitnah auch auf Scanny gegangen, weil ich ein bisschen tankier werden wollte. Ein bisschen mehr Auto-Attack-Damage austeilen wollte, weil ich ja Exhort-Build so gegangen bin. Ja, ihr seht das selbst hier, Exhort ist relativ hoch geskillt, noch, ich muss noch einen Punkt darin investieren, dass es komplett voll ist. Und hier habe ich halt auch wenig mit Electricity gearbeitet, diesen, sage ich mal, diesen Boost, wo ihr schneller angreift, weil ich mir gedacht habe, ich brauche das nicht. Aber eigentlich, so im Nachhinein betrachtet, wäre es halt richtig stark gewesen, weil es erhöht halt Attack Speed. Kurz gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das hier aufrufen kann. Perfekt. Electricity, ja. Bonus Damage durch Exhort und Bonus Attack Speed durch Wax. Und das ist halt richtig sick, wenn ihr das auf euren Carry castet oder auf euch selbst in Kombination mit Cold Snap. Gegebenenfalls mit euren Forge Spirits. Und oder eine Ice Wall, also ihr blinkt halt rein, Ice Wall, Cold Snapped ihn, Force Spirits, ja. Oder ihr blinkt rein, Ice Wall, Cold Snap, Electricity und dann halt, wenn noch was sein muss, Force Spirits oder so. Weil das macht halt richtig anscheinend. Und das war auch richtig witzig. Die Bloodmother hat gedacht, oh, die ist alleine, oh nein, die ist nicht alleine, oh nein, ich gehe nochmal rein. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht hätte. Aber sie hätte die Legion getötet, wenn wir nicht da wären. Aber dass sie nochmal reingegangen ist, als sie realisiert hat, hey, ich habe einen Cold Snap drauf, ich werde mini gestunt, ja, oh, da ist noch ein Sniper, ich werde geheadshottet, ach egal, lass sie doch noch töten. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, und da habe ich mich dann schon relativ sicher gefühlt, sag ich mal, dass es entweder ein easy win wird oder ein hartes Late Game. Ein hartes Late Game im Sinne von, der Doom fickt einfach alles und unsere Legion wird useless. Und der Ricky halt, ja, logisch weiß es halt ein Ricky, ne? Aber ich hatte eher wirklich so das Gefühl, dass es ein easy Game wird. So, jetzt nicht easy 2 Minuten Finish oder so, oder 2 Minuten Divine Rip hier, sondern einfach so, dass es relativ entspannt wird, ja? Dass man auf jeden Fall gewinnen kann und auch gewinnen wird. Und ja, das hat mich schon persönlich so motiviert, sag ich mal, ne? Da ein bisschen, noch ein bisschen mehr zu tun. Hier, der wurde easy killed. Da kommt noch ein Dual Wind, glaube ich, rein. Perfekt. Und ja, also die, ich weiß nicht. Legion hatte zu dem Zeitpunkt schon, ich keine Ahnung, vielleicht 30, 40, 50 Dual Wind Damage. Wir können ja mal schauen, wenn wir auf sie drauf. 68 Dual Wind Damage. Und das ist halt schon einiges. Ja, 68 Dual Wind Damage ist halt 22 Minuten, ist schon viel. Ja, ich hatte, glaube ich, meine 22 Minuten so 100 Dual Wind Damage, also Bonus Damage, und das ist schon einiges. Ihr könnt damit easy fighten oder auch schon mit 50 Bonus Damage könnt ihr gut fighten. Kommt halt auf euer Item Bild an. Ich gehe mit Legion Commander zum Beispiel, eigentlich Blink Dagger und Blade Mail. Gerade weil es, wie sagt man, weil es stark ist, vor allem im Early Game. Und hier random das, weil ich dachte, die ist hier, aber ich sehe sie gerade, die war oben. Weil Blade Mail ist halt relativ stark und dann, wenn ihr halt Blink Dagger initiieren könnt, ist es halt fast besser wie Shadow Blade. Weil man kauft eigentlich nur ein Shadow Blade wegen dem Bonus Damage und nicht, dass man unsichtbar reinkommt, finde ich. Klar ist nur upgradebar zu Silver Edge, aber dann sollte auch, warum man es kauft, nicht der Grund sein, dass man unsichtbar irgendwo reingeht, sondern einfach nur die Tatsache, dass man nur noch passiv für disablen kann. Und das ist schon stark so. 5 Sekunden passiv für disablen ist schon einiges. Zum Beispiel gegen Helden, wie X kann das ganz nice sein, gegen Snipe, alles was eine Passiv hat. Und die hat die Legion gerade richtig viel Money bekommen durch die Spiderlings. Leider haben wir hier kein Dust mehr, weil ich zu denen so verschwenderisch, ja, geused habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendeiner hatte dann Dust oder so.
Und ich habe die versucht zu tornadoen. Ich weiß es nicht mehr. Kann aber auch sein, dass es ein anderes Game war, weil, wie gesagt, ich. Best Random Dust EU. Weil ich in letzter Zeit relativ viel Invoker gespammt habe oder gepressured habe, wie man es auch mal nennen mag. Ich habe ihn halt ziemlich oft gespielt, weil ich den Held an sich cool finde. Und jetzt auch mit dieser neuen, ja, mit meinem neuen Hero Pool, mit meinen neuen Main Heroes, welche sich halt, wie gesagt, ausschließlich auf Mitte, Deathlight Support logischerweise oder Carry, je nachdem, oder halt Solo Offlane, Techies, ja, beziehen. Und das halt auch fast immer so die Rollen, die ich halt habe, dass ich Solo bin. Ich weiß nicht, Midlane ist das Chilligste, was du machen kannst. Klar, du musst halt aufpassen, dass du Farm bekommst und aufpassen, dass der Gegner nicht so viel Farm bekommt. Aber sowas was Midlane gegen den Ricky oder gegen den Zeus zum Beispiel ist halt richtig chillig. Gegen auch die musst du ein bisschen Angst haben als Invoker so, weil der halt die Intelligenz dealen kann. Das heißt, du kannst am Anfang noch weniger Kombis wirken, so gesehen. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Und hier haben wir gefailt. Ich meinte zu Capson, ja, gehen wir rein. Ja, und ich bin halt nur Millimeter zurückgegangen. Da meinte er, nee, brech mal es dann ab. Ich weiß nicht, ob das dann gehittet hätte. Eventuell hätte er gehittet. Aber wenn, dann wäre halt Zeus easy tot gewesen, so. Hat man gesehen, das war auch vorhersehbar, dass die kommen. Da war geduckt. Aber ich dann schon langsam gemerkt, okay, was machen wir jetzt? Line tot. Und der Doom meinte einfach, den Tower weiter anhitten zu müssen. Und mich hat sie natürlich gefreut. Es waren easy Kills. Sniper Killing Spree ist auch schon einiges. Für 25. Minute finde ich. Alleine schon, weil Sniper kein guter Held mehr ist. Ist einfach ein kleiner Gnom, der hinsteht und ein bisschen right-clickt. Und dann, wenn Gegner wegkommen würde, ultet. Und das war's halt einfach. Ja, habe ich zu Michi gesagt, ja, mach den einfach. Ulte einfach drauf. Und hat perfekt funktioniert. Eigentlich. Weil. Ich glaube, Snipers Ulti, wie viel Damage machen die? Ich glaube 300 oder so. 485 jetzt, ja. Ich habe einfach gedacht, das müsste reichen, um den wenigstens zu scannen, dass er weggeht. Oder wenn ich reinblinke, die Phoenix Blast, die Cold Snap, der Sunstrike habe ich leider nicht getroffen, dass ihn halt einfach one-hittet. Und es hat halt perfekt funktioniert. Und mich hier halt auch so, hä? Warum? Ich mach einfach. Vertrau mir. Komm schon. Du wirst auch einen Kill haben, oder? Ja. Ja, ne? Jetzt kommen wir mal zum Battle Pass hier. Der Battle Pass ist halt released und als er released ist, nach dem kleinen Update, habe ich mit Caps und Paul ein bisschen gespielt. Und leck mich am Arsch. Das erste Game, ich habe halt gedacht, ja, easy Invoker-Runde. Nö, die haben getryhardet as fuck. Die haben richtig gejoint, die waren so killgeil, die waren so pushgeil. Wir haben das Game halt easy verloren. Zweite Runde, ich so Meepo, auch verloren. Auch gedryhardet worden, bla und hast nicht gesehen. Und es war halt echt nicht so. Da habe ich hier ein bisschen gefailt, hier mit den Invoken. Aber es war nicht schlimm. Ne? Und wir wurden halt richtig bei den beiden Spielen so gedryhardet. Und als Michi gekommen hat, gesagt: Hey Jungs, habt ihr Bock? Und ich so: Hey, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Und habe hier mit Michi gespielt. Und haben wir halt einfach gewonnen. So. Ich glaube, das war sogar das Spiel. Es könnte sogar wirklich das Spiel gewesen sein. Weil nur Michi und Paul hatten zu dem Zeitpunkt ein Kompendium. Ja, ich glaube, das war tatsächlich das Spiel, wo. Nach den Tryhards. Ja, doch, das war das Spiel nach den Tryhards und. Ja. Ne? Es war richtig hart. Die Tryhards war echt unschön. Wir haben zwar auch nicht so perfekt gespielt, muss man auch sagen, aber. Ich habe schon lange nicht mehr so Tryhards erlebt, vor allem nicht in den Pro-Bar, sag ich mal. Das letzte Mal, wo ich Call of Duty gespielt habe, Black Ops 2, besser gesagt vor ein paar Jahren, so richtig ja, gesuchtet habe, ja. Da hat jeder getryhardet, ja. Und es war das letzte Mal, wo ich so einen richtigen Tryhards miterlebt habe. Und vor allem Tryhard in einem MOBA ist halt. Im Public geht es ja um nichts. Es geht ja eigentlich nur um die Stats. So und so viele Wins mit dem und dem Hero. So und so viele KD mit dem und dem Hero. Diese und diese andere Winstreak, diese Sieges- oder Niederlagsserie. Und das war's halt. Ja. Im Ranked geht es halt auch ein bisschen noch um MMR, so, also um das Zeug, was halt den Rank ausmacht. Und dafür stehe ich Tryhard. Dafür stehe ich Tryhards wirklich so. Dass man Tryhard. Man möchte ja gewinnen. Man spielt ja generell, dass man. Man spielt ja generell, dass man gewinnt. Ja? Aber gerade so bei. So bei Rankeds finde ich das halt. Finde ich es wichtig, so. So richtig auch zu so zeigen, ja, ich kann mit dem Held was, weil Publix ist halt teilweise wirklich so.
Ja, ich spiele den Helden jetzt, weil ich halt da Bock drauf habe. Und das ist halt bei Ranked, sage ich jetzt mal, nicht so. Hier habe ich dann auch schon Boots of Travel, also was heißt schon Boots of Travel halt bekommen. Und Boots of Travel deswegen, weil ich mir dachte, ja, man kann ein bisschen Split pushen, man muss immer gegen die Bloodmother verteidigen. Money Drain des Todes. Und da dachte ich, wir haben sie nicht mehr und plötzlich war die halt weg. Ich habe die noch gecallsnapped. Und Paul hat Damage gedrückt und ich habe halt durch Callsnap Hit, glaube ich, einfach den Kill bekommen. Das kann man ja nachschauen, glaube ich. Das ist ja diese Show Fight Recap. Oder auch nicht mehr. Okay, never mind, nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ja, das war richtig, richtig Nuke gerade für die, also die Arme. Erstmal so von Legion runtergenuked worden. Dann, oh nein, das. Oh nein, Callsnap. Oh nein, Auto-Attack tot. Das war hart. Es war richtig hart für die kleine Broadmother. Da merkt ihr schon, obwohl wir eigentlich null Vision haben, wir haben null fucking Vision. Wir haben keine Wards, ich glaube, über das ganze Spiel gehabt, gefühlt, ja, weil Caps hat halt keine Wards gekauft, so. Wir haben auch nicht wirklich Wards gebraucht. Das Einzige, was uns gefährlich hätte werden können, wäre ein Shadowblade Doom gewesen und wir können nicht die ganze Map mit Sentry Wards vollpflastern. Und wir haben uns auch relativ sicher gefühlt. Die Legion hat langsam Ruhewinds gegettet, der Lion hat halt auch langsam R drücken können, der Sniper hat auch R drücken können und Rechtsklick machen können. Und ich habe halt die Kombis rausgehauen und der Centaur Warrunner hat eigentlich in den meisten Situationen sogar auch effektiv geultet, wenn wir rein oder raus wollten. Und hier habe ich den Typ nicht gesehen. Paul so, hä, hast du nicht gesehen? Ich so, hä, was denn, da war doch nix. Ich so, ja, nee, war halt echt nix so. Und ich habe echt nichts gesehen. Der so, ja, Map Awareness und so. Ja. War echt eine gute Runde. War ja wirklich eine gute Runde, muss man sagen. So, da dachte ich, hier ist irgendwas. Dass irgendjemand farmt, ein Doom oder so. Und da habe ich erstmal so realisiert, ja, leck mich am Arsch, da oben sind ja zwei Leute. Also ein Double Kill für mich, ein potenzieller. Und Sniper, die halt ein bisschen schon, ich möchte mal sagen, nett gesagt, angehittet. Da kommt die Sniper-Ulti. Und der Kill für den Sniper. Und ja. Oben war dann wieder die Broodmother und ich hatte halt kein Dust dabei. Jetzt habe ich es mal sein lassen. Oder ich glaube, ich habe es sein lassen. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ist es schon wieder 2, 3 Tage her oder so. Erstmal zweimal den Sniper Last Hits geklaut mit Midas. So. Sieht halt schon geil aus. Wenn man hier mal schauen möchte, die KD, ja, 10 Kills, 10 Assists auf mir, 9-5 Sniper, 6-8 Zeus, 5-0 Legion, 5-5 Centaur, 5-6 Broad, 2-3 Doom, 1-5 Line, 1-6 Earth Shaker und 1-7 Ricky, das ist schon brutal so. Vor allem auch die Last Hit und die Nice, Legion und Sniper ganz vorne, ich tatsächlich. Obwohl ich Mitte war, relativ weit hin. Hier wurde dann nochmal Doom. Dann Hero Level. Ich war halt schon relativ weit vorne. Bei uns im Team halt, ja, gut. Die beiden Carries Level 18, ich Level 20. Das war gut gebalanced. XP per Minute, ja, war ich halt weit oben, logischerweise, weil ich auf Kills gegangen bin. Ja, Gold ist eigentlich nicht ganz so relevant. Net Worth war relativ witzig, weil Sniper hatte fast immer einen höheren Net Worth als ich, so, wo ich halt die ganzen Kills gemacht hatte. Es war, naja, gut. Schon ein bisschen hart, der Unterschied. Gold per Minute war Sniper oben, weil er gefarmt hat. Und Buyback-Status hatte tatsächlich nur ich. Eigentlich und die Broodmother und Fantasy Points auch relativ weit oben gewesen. Also war wirklich eine gute Runde bis dahin. Und ja, ne? Ich weiß nicht, ob ihr vorhabt, euch diesen Battle Pass zu holen, also dieses neue Kompendium. Ja. Ich habe es mir jetzt auch geholt, wie ihr sehen könnt. Ja, könnt ihr hier sehr geil in der Wintermap erkennen und weiß nicht, bin das mittlerweile Level 11 oder so. Ich finde dieses neue System bei diesem Battle Pass eigentlich gut, dass man die Level nicht mehr ja, durch Geld erwerben kann, weil das war halt teilweise ein Problem. Dass man einfach gesagt hat, ja, ich investiere jetzt 100 Euro und bekomme halt das letzte Item da, was ich dann wieder für 100 Euro verkaufe. Wisst ihr, was ich meine? Das war so ein kleines Problem daran. Das finde ich bei diesen kleinen Major-Compendiums einfach gut, dass man sagt, ja, dadurch muss man das halt durch Spielen und durch Wetten oder so ein bisschen halt reinholen.
Allerdings würde ich sagen, bei einem TI, wo man dann eh wieder so ein, ja, und es so wieder ein Goal reachen möchte, so wie es ja letzte TI ja war, bei dem großen Turnier, da würde ich sagen, dass man auch wieder Level kaufen sollte, so, weil es halt ein großes Turnier, so die Majors sind auch nicht klein, sag ich mal, ja, der Dota, eigentlich die meisten Profiturniere sind in Dota, sind halt groß, da kann halt Leech oder Smite oder so, kann halt wirklich nicht mithalten, das ist echt hart, was das angeht, von Tournaments her. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es gut bei Majors, dass wenn man dieses System so einbehalten würde. Natürlich wäre es auch nicht verkehrt, wenn man beim nächsten jetzt sagt, beim nächsten Major, dass man sagt, hey YOLO, scheiß drauf, wir machen wieder, dass man Level kaufen kann. Mich interessiert es nicht. Ich meine, man kann ja sich immer noch indirekt Level kaufen, indem man einfach die Chests öffnet und darauf hofft, dass man die Punkte bekommt. Ja, es sind 15 Level, insgesamt 30 Level bei beiden Chests bis jetzt, die rausgekommen sind. Und ja. Man muss aber auch sagen, dass so ziemlich alle Sets nicht so geil sind bei der Chest. Also wirklich das einzige oder die einzigen Sets, die mir gefallen ist, das Rubik-Set. Das ist halt wirklich sick as fuck. Das Clockwork-Set sieht eigentlich auch noch ganz nice aus. Das sind Tower-Set zum Beispiel, ist wieder so. Naja, das Skyrath-Match-Set ist auch geil. Ich habe halt ein besseres. Darum ist es nicht ganz interessant für mich. Und der OD-Link ist halt auch cool dazu. Der Old World Devourer-Link, der Kurier. Ist halt auch nice gemacht. Vor allem, ich habe mir so gedacht, hey, wenn du den Goldenen ziehst, Alter, verkaufst du instant, Alter. Da kannst. Ich weiß nicht, da wird wieder so viel Geld wert sein. Aber so viel Glück habe ich leider nicht gehabt und auch nicht den Rubik bekommen. Weil den Rubik, den möchte ich echt haben. Das sieht halt richtig geil aus. Das muss man echt sagen. Das sieht richtig cool aus, der Rubik. Und sonst, ja, mal gespannt, was bei den anderen Treasures rauskommt. Ich kann es gar nicht einschätzen, ob die noch bessere Sets da reinbringen könnten oder nicht. Ich weiß es nicht. Eventuell. Ja. Wir sind gefarmt. Deshalb bekomme ich dann gleich mal Skadi und werde auf die Flash Shop gehen. Ich finde Skadi auf Invoker relativ. Ah, ich möchte nicht sagen stark, aber es ist halt etwas, was man sich kaufen kann, wenn man ein bisschen mehr Leben haben möchte. Was man als Invoker eigentlich immer haben sollte. So ein bisschen extra Leben. Und vor allem noch extra Right-Click-Damage. Ich meine, ihr bekommt halt relativ gute Stats dadurch. Plus 25 alle Attribute, 250 Leben, 250 Mana. Hier nuke ich dann gleich die Grandmother, glaube ich. Oder ich verkack's, ich weiß es nicht mehr. Na genau, da kam das Orchid raus. Ich müsste kurz Angst bekommen. Ah, ich krieg die. Ah, genau, das war es, die. Einfach random gemacht. Das war auch geil. Ich habe sie einfach getroffen. Das war heftig. Ja. Das war echt cool so. Und dann halt auch Hold Move Slow 35%, Attack Slow nochmal 45. Der Cold Melee Duration 5 und es ist schon hart. Es ist einiges so. Haben die, glaub, Brosch gemacht. Ich glaube, ich habe es nicht gesnatcht. Ich habe den sogar gekillt. Lol, ich habe den Rick hier mit dem Tornado einfach so geskillt. Gekillt. Ja gut, mittlerweile 25, ja klar, da ist alles oben. Seht ihr selbst. Ist einiges. Ice Wall hier bei Rosh reingemacht. Ja, kurz Rosh dann gekettet. Hab irgendwo hingestanden, so, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube ich wollte scouten. Aegis geholt. Und ja, also das war wirklich eine sehr, sehr gute Invoker-Runde für mich, was das angeht. Und dieser Slow, den man halt durch Ios Scuddy hat, in Verbindung mit Cold Snap und Ice Wall zum Beispiel und EMP, was ich vorher erwähnt hatte, so Cold Snap, Ice Wall, EMP, ist halt auch geil, vor allem mit Kombination von Scuddy, weil ihr Slow die halt so hart, ja. Ich finde, Ice Wall ist so, wird so stark unterschätzt, oder es ist schade, dass die so selten eingesetzt wird, weil Ice Wall ist eigentlich schon ziemlich stark. Ich meine, ihr könnt in den AOE-Bereich, in der Linie so gesehen, dem Gegner easy den Weg abschneiden, so. Weil,
weil der Slow ist so hart und gleichzeitig kommt auch noch Damage rein, ja. Das heißt, ihr bekommt einfach, weiß nicht, ist einfach so sick. Es ist einfach so stark. Es ist, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so ein Item, wo du auch sagst, das ist ein Must-Have. Ich denke, Desolator funktioniert genauso gut auf Invoker. Der Vorteil an Skadi ist halt einfach nur dieses Slow und dass er halt wirklich auch ja, Stats bekommt und Leben bekommt. Du hast nicht gesehen. Ich meine, 2758 Leben auf Invoker ist schon einiges. Und ja, es ist. Invoker lebt halt davon, viel Schaden im Teamfight anrichten zu können und auch ein Teamwipe Soto zu machen. Allerdings bringt es nichts, wenn ihr da nur mit 1000 HP reingeht, weil dann sterbt ihr halt. Gerade im Late Game ist das nicht empfehlenswert. Sollte man schon Stats gehen, ein bisschen, ja. Oder auch gerne ein Scully oder ein Shiva's Guard oder sowas, ja. Was halt auch ein bisschen Armor gibt. Ist auch nie verkehrt auf Invoker, finde ich. Kam halt hier der Push. Das war, glaube ich, aber noch nicht der Finale, obwohl das könnte sogar schon der finale Push sein. Dann bin ich die Fresh Orb. Noch ein Stock. Da ist der Lucky wieder. Und hat einfach den Line gedoomt. Ich weiß immer noch nicht warum. Ah ne, er hat sogar mich gedoomt. Lol, er hat mich gedoomt. Hab ich gar nicht bemerkt, ich dachte, den Line gedoomt. Ja, gut. Ja, hier einfach. Hat die gesehen? Einfach nur noch dieses Wax. Einfach gesagt, hey Yolo, I don't give a fucking fuck. So. Also, Invoker ist wirklich einer der stärksten Helden, so, im ganzen Spiel. Aber. Aber er ist relativ balanced, finde ich sogar. Als Balance im Sinne von, du musst A was können, bisschen. Du brauchst ein relativ zuverlässiges Team. Du solltest nie Full Lutat gehen. Ja. Hätte ich noch den Nein sollen. Tatsächlich. Ich glaube, die Bloodmother gettet mich. Ah ne, der Zeus gettet mich. Genau, der Zeus gettet mich. Ich habe halt gesagt, hey Yolo, I don't fucking care, ich habe ein Aegis. Es war eher gut, dass ich das los. Bekommen habe. Habe halt nice one geschrieben, just for one. Weil es war gut, dass ich den losgeworden bin. Weil jetzt habe ich einfach eine Flash Orb und das ist halt schon ziemlich sick. Und ich weiß nicht mehr, was ich kaufen wollte. Weil Booster Travel hatte ich ja schon, also verbesserte Variante. Ich glaube, ich wollte auf den Scuddy oder auf Octarine Core gehen. Aber eine Moonshot wäre eigentlich auch nie verkehrt gewesen. Moonshot, kauft euch immer eine Moonshot als Worker oder so gegen Ende des Games, dass ihr ein bisschen, ja, wie sagt man, dass ihr noch ein bisschen was auf Lager habt, sag ich mal, ja, dass ihr da was machen könnt. Hier Killing Spree von Sniper nochmal. Ja, ein bisschen YOLO-mäßig für Flash logischerweise, ist mir relativ egal, weil das Game war einfach safe. Das war safe. Safe to win. Easy Dodge. Das war ein easy Game, weil es war einfach, es war jetzt so safe am Ende. Konnte man so, wie sagt man, leichtsinnig refreshen. Normalerweise finde ich habe immer Angst zu refreshen und dann, wenn ich es mache, Kombis raushau, denke ich manchmal, dass es einfach zu overkill war. Wisst ihr so, zum Beispiel, Chaos Meteor, die Phoenix Blaze, Call Snap, EMP zum Beispiel und dann macht ihr von hinten wieder. Das heißt EMP, Call Snap, Chaos Meteor, die Phoenix Blaze, so. Und manchmal kommt es mir so immer so vor, als wäre es so richtig waste gewesen, wisst ihr? Einfach so, weiß nicht. Movement Speed ist auch einiges. Hier noch Tower Dive, Fountain Dive. Gedoomt. Oh, das war auch noch eine witzige Situation. Das war auch noch eine witzige Situation. Denied. Ach ja, einfach den netten kleinen, netten Herren denied. Ich war nicht mal sicher, was ich hatte, darum habe ich einfach geghostwalkt. Weil Ghostwalk ist ja hallo, 522 Movement, ist einiges.
Gegner allein den Kill bekommen. Ja, das war wirklich eine der besten Walk-Runden, ihr merkt schon. Ja, wenn euch mal sowas gefällt, so ein bisschen das Gameplay ein bisschen zu analysieren, ein bisschen nachkommentieren, was ihr gesagt, dann lasst doch mal eine Bewertung da oder schreibt mir in die Kommentare oder sonst wohin. Ja, 44 Minuten auf die Sekunde genau, das erlebt man auch selten. Und ja, wie gesagt, ein 18:0 mit ganz okayen Stats, sag ich mal. Und ja, servus da rein, bis zum nächsten Mal hoffentlich.